fertig. Was soll das heißen? Hier gibt es nichts mehr für mich zu tun. Bist du verrückt geworden? Komm. Jetzt, wo ich so gut wie am Ziel bin, vor dem Ziel, im Strahlen der Sieger, siehst du nicht gerade aus. Ich fühle mich auch nicht so. Aber alles, was ich dir sagen kann. Was du mir sagen musst, Konrad, unbedingt sagen musst. Das klingt ja wie ein Befehl. Ach, Unsinn. Ich habe die ganzen Jahre Vertrauen zu dir gehabt, zu deinem Wissen und deiner Besessenheit. Mit meinem Geld bin ich bis an die Grenzen meiner Möglichkeiten für dich gegangen. Mit meiner Geduld übrigens auch. Geld. Geld. Wenn ich das Resultat meiner Forschung veröffentliche, hast du dein Geld doppelt und dreifach zurück. Ja, das denkst du. Kennst du die Pharmakonzerne schlecht? Interessant werden die sagen, aber leider noch nicht ausgereift. Du kriegst vielleicht einen Nobelpreis, aber ich habe mein Vermögen verloren. Konrad, ich bin mir in letzter Zeit nicht mehr so sicher, ob das Ganze nicht nur eine Spinnerei von dir ist. Hier, das Resultat von hunderten schlafloser Nächte. Jahrelange Geheimnistuerei, hier ist es. Hoffnungen und Enttäuschungen, Siege und Niederlagen. Ich kenne die Sprüche. Was ist denn wirklich? Was wirklich ist? Hier. Da muss ich dich bitten, diese Rechnung zu begleichen. Es ist die letzte, so Gott will. 1460 Mal. Ich hoffe, dir ist klar, dass du verpflichtet bist, nichts ohne mich zu unternehmen. Ich kann ja anhand von hunderten Gewebeschnitten beweisen, dass das von mir entwickelte Serum, nennen wir es ruhig, das Ansbachsche Serum. Ach, dein Name hat schon. Es ist doch dein Name. Ein Fortschreiten der Leberzirrhose aufhalten kann. Ich habe bis zu 65% eine Stagnation erreicht. Wie meine Arbeiten überzeugend belegen. Bei Ratten. Ja. Ja, bei Ratten. Ratten sind keine Menschen. Bonn, Stationierung verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Dass einer auf sowas ruhig schlafen kann? Eine mögliche Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik verletzt nach Auffassung von Bundesjustizminister Engelhardt, FDP, nicht das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Sag mal, ist wohl schon spät. Na, was fragst du denn nach der Zeit? Mensch, hast du dir noch immer nicht von die olle Zwiebel getrennt? Nee. Doch mir die Zeiger fehlen. Für unser eins reicht es doch völlig. Kutte. Kutte, verstehst du, die Kette, die gibt mir doch richtig Schnurren, nicht? So, denn, da kannst du aber lange drauf warten, du. Hörst du das? Was? Die Blechlawine, die Autos. Und? Ich denk bloß daran, wie die jetzt alle zur Arbeit rasen, weißt du? Und wir, die Linie schön und Handzeit. Was sie alle Angst haben vor Schimmel. Aber ein Tee wäre ganz gut gewesen. Ist aber alle. Da habe ich doch schon einen Liter genommen auf dem Beutel. Schnarrer. Klugscheißer. Ich meinte bloß so. Mir ging's heute Nacht. Die Schwitzen, die Kaldaunen. Dass ihr immer zu saufen müsst. Ja, was sehen meine entzündeten Augen? Ich saufe nicht, ich trinke bloß. So. Jetzt gehe ich zur Plumpe. Zähne putzen. Ferdinand macht morgen Toilette. Ja, warst du wohl bei Kempinski auf dem Eisbein, dass du Duffelfussel im Maule hast? Waschen. 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 Wenn etwas mit meiner Schwarte nicht in Ordnung ist, dann juckt mir die Pest. Los, weg hier, ehe die Bullen kommen. Da hinten haben sie eine Frau erschlagen. Sie wissen, dass Sie eigentlich zum Kreis unserer potenziellen Gegner gehören. Bitte? Sie haben einen Kaffee? Ja, gern, danke. Na ja, Sie haben 5 Semester an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege studiert. Ja, ja. So, das ist die Tasse vom Assistenten Hassad, aber der schwimmt jetzt in der Ostsee, der Glückliche. Tja, und Sie wollen bei uns hospitieren. Richtig, ja. Sie stammen aus Oldenburg, studieren in Kiel. Ja, wie es in meinen Unterlagen steht. Ja, das habe ich im Kopf. Samt allen Empfehlungen, Herr von Lipinski. Sagen Sie mal, in Oldenburg, da herrscht ja wohl der tiefste Friede. Oder warum haben Sie sich ausgerechnet für die Berliner Kripo entschieden? Warum nicht Kiel? Ich meine, überall herrschen andere Gegebenheiten. Berlin, das ist... Na, eine tolle Stadt ist das. Also, ich meine, allein diese Insellage zwischen Ost und West, naja, Drehscheibe. Ja, ich sehe schon, Sie denken an eine politische Karriere. Warum? Ja, solchen Worten kann man zum Kanzler bringen, aber keinen Mord aufklären. Ich sag's ja immer wieder, ein 5 Meter hoher Zaun drumherum vor dem Dunkelwerden zuschließen. Wo ist denn die zweite Tasse? Ah, unser Hospitant, oder? Stettner. Herr Lipinski. Wieder was im Tiergarten? Ja, eine junge Frau, Schädel eingeschlagen. Ich wurde identifiziert? Nein, vermutlich die Handtasche geklaut. Na, kümmern nicht mehr drum. Notfalls Fotos freigeben für die Presse und so weiter. Wieso denn ich schon wieder? Ich sollte doch zu Bergemann in die U-Haft. Die Sache Bergemann mache ich. Natürlich, immer vom Feinsten. Ach, nimm doch unseren Herrn Lipinski gleich mal mit. Damit er unsere Drehscheibe hier kennenlernt. Na, dann kommen Sie mal. Telefon.
Kommissar Walter, bitte. Stettner hier. Hört zu, Herr Hauptkommissar, bisher kaum Anhaltspunkte. Die Spurensicherung hat einen Haufen Kramzeug gefunden. Zigarettenkippen, Kaugummis, einen Kinderschnuller und den Stein mit dem. Ja, ich habe die Obduktion veranlasst. Ach so, ja, an der kahlen Stelle Fußabdrücke, kleine Größe. Turnschuhe wahrscheinlich. Ja? Ja, abwarten. Sag mal, wieso bist du schon wieder im Büro? Der Bergemann hat gestanden. Jedenfalls schön kühl bei dir jetzt, nicht? Quatsch. Kritik würde ich mir nie erlauben. Tschüss. Hat dich wohl ziemlich mitgenommen, was? Na, das kann man wohl sagen, Herr Stettner. Ja, das war auch kein schöner Anblick gewesen. Gewöhnst du dich noch dran? Bullen. Wenn die zu uns wollen, seile ich mich ab. Die kommen zu uns. Na, lass sie doch. Wir haben die Tante doch nicht umgelegt. Wir doch nicht. Ich dreh schon durch, wenn die nur das Maul aufmachen. Sitzen. Macht sie nur verdächtig. Gnädige Frau, meine Herren, Zigarette gefällig? Und eine Kaviarstulle mit einer Tasse Champagner. Notier dir das, Jesko, und erklär den Herrschaften, was wir gerne von Ihnen wüssten. Tja, also da einige vermutlich in unmittelbarer Nähe des Tatorts genächtigt haben. Ich habe nicht genächtigt, ich habe gepennt. Ganz fest. Nicht gehört und nicht gesehen. Das wollten Sie auch wissen, oder? Und du, Leonore? Ich auch. Wo? Im Frauenhaus. Du kannst fragen. Wen? Über 50 Frauen und Kinder, die Angst haben, von Kerlen wie euch halb totgeschlagen zu werden. Was denn? Haben Sie denn diese Angst auch? Ich? Warum? Ich hab, weil Sie da übernachtet haben. Ich berate die Frauen juristisch. Für eine Flasche Wermut. Und manchmal auch für ein Dach über den Kopf. So wie gestern. Zufrieden, Kleiner? Ich habe einen Mörder zu finden. Und ich hoffe, dass ihr mir helfen werdet. Bullen helfen? Da kriege ich nur Ärger mit meiner Gewerkschaft. Was denn, auch beim Mord? Mord an einer jungen, hübschen Frau? Hör sich das einer an, das sagt ein Staatsdiener. Hübsch oder hässlich, jung oder alt, Mord ist Mord. Da hast du's. Leonora hat recht. Wäre vielleicht sogar meine Kollegin von dir geworden. Was hat sie denn? Eine zu dünne Haut für diese Welt. Wollte studieren. Examensängste, Selbstmordversuch. Ja. Abgerutscht. Komm mit, wenn ich einen Kaffee kriege. Kein Problem. Ohne mich. Zwingen kann ich sie nicht. So ist es. Okay, eine Tasse Kaffee ist dein Argument. Du kannst ja schon mal anfangen, Personalien und so. Ich komme dann auch bald. Na, Herr Schwertfeger, besser? Na, dann kommen Sie mal mit. Gemeinheit ist das. Hinterlistig seid ihr alle. Sie kriegen ja ihren Kaffee, aber erst die Wahrheit. Kein Mensch kann mir einreden, dass 30 bis 50 Meter entfernt eine Frau erschlagen worden ist und keiner von euch Brüdern... Sagen Sie doch ruhig, was Sie denken. Keiner von euch Brüdern will etwas davon gehört haben. Also, der Penner Maxe will jetzt seinen Kaffee. Der ist mir versprochen. Herr Diplom-Ingenieur Schröder, ich finde, Sie hätten allen Anlass der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen. Wieso ich? Sie haben eingesessen, sind verurteilt, weil eine von Ihnen erbaute Brücke zusammengestürzt ist und ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Ja, das war vor 11 Jahren. Ja. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das Bauen mit Spannbeton ein Risiko geworden ist. Ist ja auch so billig. Sehen Sie sich unsere Brücken auf der Stadtautobahn an. Keine, an der nicht repariert wird. Und dann die amerikanische Kongress aus. Da bricht einfach zusammen, bricht zusammen. Ha? Und warum? Sitzt da irgendeiner im Knast? Herr Kommissar,
Gerechtigkeit. Hören Sie mir auf damit. Ich hole Ihnen hier einen Kaffee. Herr Schwertfeger, wo waren Sie in der Nacht zum 17.? Tja, da bin ich gerade aus Mallorca gekommen. Und abgestiegen bin ich im Kempinski, glaube ich. Na, scheint Ihnen ja schon wieder besser zu gehen, was? Nee. Herr Schwertfeger, mit solchen Antworten vertrödeln Sie doch nur meine und Ihre Zeit. Ach, wenn mir nicht so zum Kotzen wäre, würde ich lachen. Vertrödeln Sie meine Zeit. Seit 8 Jahren mache ich nichts anderes, Herr Kommissar. Ob ich nun hier auf dem Sessel sitze oder auf einer Bank im Tiergarten, das ist doch gepitzt wie geschissen. Meine Geduld hat Grenzen. Na ja, was wollen Sie von mir wissen? Wo Sie in der Mordnacht waren. Ach, ja, mir ist schlecht. Ich muss an die Luft. Ja, das glaube ich Ihnen. Wäre mir auch, wenn ich in der Nacht gesehen hätte, wie eine junge Frau, Mensch, die hätte Ihre Tochter sein können, hinterrücks erschlagen worden ist. Ja, was wollen Sie von mir? Ich habe nichts gesehen. Ach, meine Kaldaunen. Ach, nun spielen Sie doch hier kein Theater, Menschenskinder. Einer von euch war's. Einer mit Turnschuhen. Zeigen Sie mal Ihre Füße. Was haben Sie für eine Schuhgröße? Ach! Was ist denn hier los? Ach, der Kerl weiß mehr, als er sagen will. Und wenn ich einen Schrei gehört hätte, was ist dann nicht? Ich habe einen Schrei gehört. Na und? Eben, da haben wir auch nichts von. Sie können gehen, Herr Schwertfeger. Haben Sie ihn angefasst? Ja, er hatte Turnschuhe an. Ich wollte nur seine Schuhgröße rausbekommen. Und haben ihn angefasst. Ein schwerer Fehler. Sex ist Schönheit. Erotik kann man überall kriegen, kriegt man ja auch überall. Aber eine Frau, die sexy ist, ist notgedrungen auch schön. Blech. Ein Mann kann unheimlich sexy sein und nicht schön. Schöne Männer sind doof. Aha. Und was bin ich? Schön doof.
Schau mal. Als Angestellte bist du reichlich unverschämt. Hm. Unheimlich sexy. Als mein Chef sind Sie ziemlich dreist. Ja, das ist nicht duzen. Okay. Aber dann auch im Geschäft, auch für den Kunden. Auch für den Kunden? Mhm. Halten Sie das für richtig? Bestimmt nicht. Aber dann auch nicht hier. Sie leben gefährlich, Herr Ansbach. Liebesspielchen mit Abhängigen können teuer werden. Mit Unabhängigen auch. Sie sind doch kein Baby mehr, Marion. Sie wissen, was Sie tun. Ich habe nicht die Absicht, Sie brutal zu vergewaltigen. Schade. Bei Ihrem interessanten Vortrag über Sex und Erotik haben Sie etwas Wichtiges vergessen. Was denn? Sinnlichkeit. Die kann man bei Mensch und Tier medikamentös erzeugen. Zum Beispiel bei Ratten. Was soll denn das? Es ist 11:30. Ja, ich muss auch los. Warten Sie doch. Ich schau mal nach, wer das ist. Aus ungeklärter Ursache hat der wohnungslose Kurt SCH. Nach einem Polizeiverhör fast besinnungslos in ein Auto gerannt und tödlich verunglückt. Die Polizei verneint entschieden alle Zusammenhänge zwischen dem Tode des Kurt SCH. Und ihren Verhörmethoden. Was sagst du dazu? Kurt, das muss ja nicht dein Schwertfeger sein. Noch ein Stadtstreicher mit diesen Anfangsbuchstaben, das glaube ich nicht. Das war unser Mann und in 2 Tagen hätten wir alles gewusst. Alles gewusst. Kann ich nicht reinbitten, ich habe Besuch. Na, das dachte ich mir. Das dachte ich mir schon und jetzt höre ich's. Tja, Pech. Es ist aber auch kein Grund, mitten in der Nacht hier anzutanzen. Was soll ich denn ändern? Geert, begreift doch, der Mann ist tot verunglückt. Hier schreiben Sie aus ungeklärter Ursache. Und wenn Sie nun die Ursache klären wollen, eine Obduktion, eine Blutanalyse. Und Sie entdecken mein Serum. Mensch, Geert, was machen wir? Ja, wenn schon. Der kann ja nicht mehr erzählen, woher, von wem, warum. Du bist einfach überarbeitet. Ich verstehe deine große Enttäuschung, jetzt so kurz vorm Ziel. Wir reden morgen drüber. Madame könnte neugierig werden. Du musst es nicht mitten in der Nacht zusammen sehen. Nur mach dir keine Sorgen. Tschüss. Bis morgen. Sinnlichkeit kann alles über den Haufen werfen. Na, komm her. Tod nach Polizeiverhör. Das war kein Verhör, das war eine Befragung. Der Mann war freiwillig hier. Ja, Verhör oder Befragung. Ihre Leute hätten noch gemerkt müssen, ob der besoffen ist oder vielleicht krank. Tritt aus eurer Pforte und fällt vor ein Auto. Ja. Der Mann tut mir leid. So, und jetzt habe ich was zu tun. Darf ich fragen, was? Nein. Ich habe dabei wirklich noch eine Frage. Mann, verschwinden Sie endlich. Verstehe, Herr Kommissar. Wiedersehen. Lieber nicht. Dem möchte ich mal den Unterschied zwischen Verhör und Befragung beibringen. Und mit diesem Schreiberling habe ich nur wegen dieser Sache die halbe Nacht verbracht. Na ja, und wenn er recht hat? Womit? Naja, mit dieser Überschrift. Mein Lieber, Sie sollten sich nicht einen Schuh anziehen, der Ihnen nicht passt. Das war ein Unglücksfall, basta.
Tja, ich denke, auf unserem Tisch liegt noch der ungeklärte Frauenmord im Tiergarten. Genau, wir hatten da Unterbrechung gehabt. Was gibt's denn Neues? Leider wenig. Die Gerichtsmedizin hat nur die Todesursache bestätigt. Und das Labor, da liegen vielleicht 100 Beweise, aber gegen wen? Außerdem ist die Tote noch nicht identifiziert. Was, immer noch nicht? Ich habe ja noch die Sache Bergemann vor Gericht. Verdammt. Du, eins sage ich dir. Trotz dieses Geständnisses, die psychiatrische gehört ja nicht. Walter. Ja, da sind Sie richtig. Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie ist denn Ihr Name? Aufgelegt. Was war denn? Och, da wird ja jemand den Namen wissen und wie dieser idiotische Unfall zustande gekommen ist. Na ja, ein Freund vielleicht oder ein Vater, Verwandter. Ja, warum sagt er den Namen denn nicht? Erstaunlich, wie Sie Ihre Fälle behandeln. Wie Schubladen. Dort eine aufgezogen, anderswo schnell eine wieder zugemacht. Ja, ich bin eben kein Hospitant. Bitte darauf achten. Genau nach Vorschrift. 10 Tropfen nach jeder Mahlzeit. Entschuldigung. 12,80 Mark. Ja, 12,80 Mark. Ihr kommt hier wohl alleine klar. Tagsüber schon. Ein bisschen mehr Respekt, mein Herr. Zu Befehl, Boss. Entschuldige. Ich habe die Nacht kein Auge zugetan, nachdem ich bei dir war. Hast noch deine Ratten besucht, habe ich mir gedacht. Ja. Und es ist völlig auszuschließen, dass der Tod dieses Mannes mit dem Serum zusammenhängt. Das sagt ja auch keiner. Ich muss jede Möglichkeit in Betracht ziehen, auch die einer langen und intensiven Absence. Das Problem ist, dass ich den Menschen nicht zur ständigen Beobachtung haben kann, dass ich ihn wegschicken muss. Hoffen darf, dass er wiederkommt. Mhm. Dein Schwertfeger kommt nicht wieder. Der ist tot. Was du dir wünschst, das gab's mal. Unwertes Leben hieß das damals. Diese Menschen leben ohne Hoffnung, krank, alkohol- und drogenabhängig. Was ist so ein Leben eigentlich wert für die Gesellschaft? Nichts. Und für sie selber? Viel. So viel, wie für jede Kreatur das Leben wert ist. Du hältst es doch auch für legitim, dass die Wissenschaft durch solche Kreaturen zu Erkenntnissen kommt, die der ganzen Menschheit dienen. Auch wenn es tödliche Folgen hat? Auch dann. Ich bin überzeugt, dass die pharmazeutische Industrie noch heute von den Experimenten in den Lagern profitiert. Kein Hahn kräht danach. Nieren, Leber, Lungen, Herz, alles wird heutzutage verpflanzt. Wenn es gelingt, ist gut. Und wenn nicht, es wird weitergemacht. Der Nächste bitte. In aller Öffentlichkeit. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wir werden einen Neuen für dich finden, auch einen Alleinstehenden. Dass dieser Idiot auch in ein Auto rennen muss. Eine Currywurst, bitte. Bitte Currywurst, bitte. Wie macht der Koks aus der Wurst? Was für Hundescheiße. Ich meine, mich wird's nicht stören. Zwei Mark. Du hast doch heute früh die Polizei angerufen. Du solltest zur Kripo gehen. Das ist ja wie ein Gehör. Entschuldigung, es war purer Zufall. Ich wollte sehen, ob die Zeitung schon da war. Und ich wollte erfahren, ob der Mann, der vor dem Revier verunglückt ist, wirklich mein Patient war. Das ist das. Ich weiß mit Sicherheit immer noch nicht. Man kann ihn doch fragen. Was, fragen, ob er tot ist? Damit sei nicht albern. Wenn es nicht der ist, der verunglückt ist. Dein Patient muss doch eine Adresse haben. Halt mal ein Stück. Du! Der muss doch eine Adresse haben. Ich wünschte, es wäre so. Ja. Nur einmal im Jahr sind wir so zusammen. Am Todestag eures Vaters. Wieso? Das verstehe ich nicht.
Wir wohnen mit dir unter einem Dach, Brigitte und ich. Und Gerd besucht uns doch oft genug. Ich meine innerlich zusammen. Sonst geht doch jeder seine eigenen Wege. Ja, wir sind inzwischen erwachsen. Da setzt man zwei Jungen in die Welt. Und je mehr die Zeit vergeht, umso fremder werden sie einem. Warum sagst du das, Mutter? Weil ich spüre, dass ihr mir etwas verbergt. Ich habe meine Apotheke, da arbeite ich, wie du weißt. Und meine Wohnung, was ich da mache, das geht dich wohl gar nichts an. Wenn du dich vereinsamt fühlst, kann ich dich gerne zu einer kleinen Party zu mir einladen. Herzlos und frech wie eh und je. Fürs Gemüt hast du ja deinen lieben Konrad. Du musst vorsichtiger sein. Vor Vaters Tod, hat er mir unterstellt, im Scherz natürlich. Ich hätte ihn mit einem anderen Mann betrogen, weil du, Gerd, auch nicht den leisesten Schimmer von unseren Eigenschaften besitzt. Schon immer gesagt, er war ein Scherzbold. Eine starke Liebe. Über das Grab hinaus. Prost. Pass auf, das ist ein schwerer Wein. Der geht in den Kopf. Ich spüre ihn schon. Mach nichts, ich muss ihn ja nicht tragen. Oh, Gott sei Dank spüre ich ihn. Du auch so wirst, wenn ich mal tot bin? Mein Gott, wie ich das hasse. Dazu werde ich keine Gelegenheit haben. Hoffentlich. Diese stumme Zwiesprache, wie sie das nennt und wie sie das zelebriert, hat ihre Gründe. Als er noch lebte, hatte sie nichts zu sagen und schon gar nicht selbstständig zu denken. Dieser so hochverehrte Menschenfreund und Arzt war ihr gegenüber ein Despot. Einfach ein Despot. Aber ein berühmter Mann. Was gibt's denn da zu grinsen? Ich grinse nicht. Doch, du grinst. Ich grinse nicht. Du grinst. Ich grinse nicht. Also gut, ich habe vielleicht gelächelt. Weißt du, Brigitte, mein Vater hat viele wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und ist ein berühmter Mann geworden. Aber was hat er Effektives erreicht? Wem hat er geholfen? Ich habe ein anderes Ziel, Brigitte. Und wenn ich es erreicht habe, wird sich hier manches ändern. Das muss sich einfach ändern. Verdammte Abhängigkeit, diese vorwurfsvollen Blicke, dieses Danke sagen müssen, ständig Danke sagen müssen. Für ganze sakrale Gedenkstätte. Hängt mir zum Hals heraus. Ich will mit dir atmen können in einem Haus mit hellen Wänden. An einem See, Konrad. Ja, Brigitte. Das also ist der Dank. Der Dank für alles, was ich für euch getan habe. Konrad, Brigitte. Der Dank, was dein Vater für dich tat? Geht doch. Nehmt euch ein Haus an einem See. Aber nicht mit meinem Geld. Auch nicht, wenn ich einmal tot sein werde. Alles, was bis dahin übrig geblieben ist, wird der medizinischen Forschung zugeführt. Das ist deines Vaters letzter Wille. Dem Wohl der Menschheit noch über den Tod hinaus zu dienen. Das, Konrad, war dein Vater. Und du? Ein Haus am See. Ich schäme mich für dich. Das ist ein Witz zum Wohl der Menschheit. Du bist betrunken. Ich bin nicht betrunken. Dann bist du verrückt geworden. Ich bin nicht verrückt. Und was jetzt?
musste mal kommen. Und es kam zur richtigen Stunde. Entschuldigung, bitte, dann hast du noch 2 Mark für mich. Oder wenigstens eine für Magentropfen. Verstehst du, nee, diese Ton habe ich mies. Warum gehen Sie denn nicht zum Arzt? Ach ja, diese Tropfen sind aber alle ausgebrochen. Und heute ist keine Sprechstunde, verstehst du, jetzt nicht. Wissen Sie, ich bin auch nur Rentnerin. Und in dieser Zeit... Also, ich sehe schon. Man muss ja helfen, es geht gar nicht anders. Kommen Sie, junger Mann. Da haben Sie 2 Mark, ja? 2 Mark. Du Mütterchen, das hat der liebe Gott gesehen. Ja. Ich kaufe mir gleich die Tropfen. Nur noch ein Momentchen Frischluft. Ja. Danke. Mein Elend ist das. Mein Ey, Flossen weg, du Säger. Bin freier Bürger vom freien Land. Ihnen tut ja keiner was. Beobachte Sie schon seit Tagen hier. Hör zu, ich stehe und gehe, wo mir passt, verstehst du? Ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nee. Ich kratze doch mal die Kurve. Feiner Trick. Das mit den Magentropfen. Wirklich. Aber Schwamm drüber. Machen Sie mir nicht weiß, dass Sie nicht tatsächlich krank sind. Kommen Sie im Moment in die Apotheke. Nee, ist ja schon gut gemeint. Echt, bei mir ist alles klar wie Klärchen. Ich gebe Ihnen was. Sie sehen wirklich nicht gut aus. Nee. So nehmen Sie doch die Hilfe an, junger Mann, wenn Sie so mit dem Magen zu tun haben. Danke. Dann machen Sie keine Faxen. Kommen Sie. Es gibt doch noch gute Menschen. Das haben Sie neu vergoldet. Was das wohl gekostet hat, möchte ich mal wissen. Das habe ich gelesen. 2 Millionen. Was die da oben nur immer über die Stadt zu glotzen haben, wa? Machen wir auf High Society. In Wirklichkeit wollen die bloß durchs Fernglas gucken, wo es hier unten die Sonderangebote gibt. Oh, nee. Jetzt komme ich auch noch in ein japanisches Fotoalbum. Und ich, Rentvieh, bin damals aus dem Osten abgehauen, um das hier alles selber mal kennenzulernen. Errarum humanum est. Ja, will's Gott, du. Du, komm mit mir, ich hau wieder ab. Ist zu kalt hier im Winter. Nee. Klar, Mann, wir steigen auf der Victoria und düsen nach Süden. Mein Freund Kutte, der wollte doch immer so. Wisst ihr, wie oft er da oben war? Ich weiß es. Manchmal für sein letztes Geld. Menschen haben keine Flügel, hat er immer gesagt. Und Autos aber auch nicht. Und wenn schon, dann wollte er von da oben wegfliehen. Verdammt mich noch mal, nur guck dir mal mein Bein an, wie das entzündet ist, du. Wovon das wohl kommt, he? Vom Fliegen, ne? Aber vom Laufen. Komm. Hier ist was drauf, aber von drinnen. Mensch, Knallköppe, der Marx, der muss zum Doktor, das muss er, und schnellstens. Nee, das kommt vom Saufen, das weißt du alleine. Ein paar Tabletten, da ist es wieder gut. Die schnorre ich mir vom Apotheker, ich mach's genau, wie es der Kutte gemacht hat. Wie da drin aussieht, geht niemand was an. Tja, bei dem, was Sie hinter sich haben. Dann nimmt Ihnen Ihr eigener Bruder die Frau weg und dann wirft er Sie auch noch aus seinem Betrieb. Da hätte ich auch das Saufen angefangen. Woll, das sind doch keine Menschen, oder? Und in jedem steckt da drin, das sage ich dich. Die meisten trauen sich nur nicht. Und der wusste ganz genau, haargenau wusste der, dass ich keinen Beruf hatte. Wozu auch eine Lehre damals in einem Wirtschaftswunder. Und dann setzt er mich auf die Straße, das Schwein. Aber in die Kirche gehen, das kann er. Na, Staat, Kirche, ganzen Scheiß da. Auch dein Bruder, die lassen dich alle hängen, wenn du einmal ganz unten bist, du. Man ist immer allein, weiter oben auch. Sie müssen erst mal gesund werden, um da wieder rauszukommen. Was Sie mir da erzählt haben, Herr Schlüter. Die Salbe für Frau Krämer fertig? Marion, ja. Vorne im Regal. Also. Tja, Herr Schlüter. Ich vermute, dass Sie da was...
keine Angst, aber wollen Sie nicht lieber nach Hause fahren oder zu Freunden? Na, lieber hake ich mir die Hand ab. Da hinten habe ich keine Freunde und hier auch nicht, nirgendwo. Kennen Sie einen Herrn Schwertfeger? Schwertfeger? Nö. Ach, den Kutte. Der ist doch tot, die arme Sau. Ist unter die Räder gekommen. Hm. Echt? Aber ein Freund war das auch nicht. So, keine Freunde? Nee. Gemeldet sind Sie auch nirgends? Nee. Vielleicht kann mein Bruder Ihnen helfen, der ist Arzt, ein Genie. Könnte längst eine Professur an der Uni haben, aber er ist Philanthrop. Ja, tut mir aber leid. Mir auch. Philanthrop heißt Menschenfreund. Ein Freund der Ärmsten, hier ist seine Adresse. Aber reden Sie mit keinem Menschen drüber. Aber ich brauche doch einen Krankenschein. Eben nicht. Der ist doch Philanthrop, der nimmt kein Geld. Ja. Ja, danke, also dann. Wiedersehen. Ich habe eine Entzündung am Bein und sehr große Schmerzen. Und da wollte ich Sie nur bitten, ob Sie mir vielleicht was geben könnten. Salbe oder? Nee, also richtige Schmerzmittel. Ja, wenn es geht, starke, ja. Moment. Dieser Knicker, du, so ein Dunsige, der mir eine Salbe, aber nicht für die Schmerzen. Da hab ich aber was. Komm mit, ganz heißer Tipp. So, drücken Sie mal. Sie können sich wieder anziehen, Herr Schüler. Aber warten Sie draußen etwa eine Stunde. Ich will noch mal Ihre Temperatur messen. Noch eine ganze Stunde, Herr Doktor? Kodderig. Die Beine. Als wenn ich... ich weiß nicht, wenn... Aber ich weiß, was Ihnen fehlt, Schüler. Bei dem Gedanken, eine Stunde ohne Schnaps, wird Ihnen gleich kollrig. Hier, zum Wohle. Zum Wohle. Ein wahrer Menschenfreund, Herr Doktor. Wenn Sie mir jetzt so einen einkippen, bin ich wieder richtig in Form. Nein, nein, nein. Wenn Sie draußen eine Stunde warten, lasse ich vielleicht mit mir reden. Ist ein wenig Wupper. Sie wollen doch gesund werden, Menschen. Lassen Sie gefälligst Ihre Scherze. Und in dieser Woche trinken Sie so wenig Alkohol, wie Sie schaffen. Ganz zu verbieten ist ja wohl bei Ihnen sinnlos. Und vergessen Sie nicht, was Sie mir versprochen haben. Was denn? Warte, warte, warte. Schon wieder vergessen, was Sie mir versprochen haben, hoch und heilig? Heute in 8 Tagen wieder hier zu sein? Nee, nee, das schwöre ich. Machen Sie einen Knoten ins Taschentuch, damit Sie daran denken. Und jetzt warten Sie draußen, ich rufe Sie. Ja, wo kriege ich einen Rotzfahne her? Wieso haben Sie... Hier. Ich hoffe, das nützt. Oh my God.
Der nächste, bitte. Mensch, Max, was hast du denn? Harry, Harry, das brennt mir im Bauch wie Feuer. Mein Kopf, der platzt bald. Ich halte es nie aus. Ich halte es nicht mehr aus. Mensch, du brauchst was zu essen. Oh, Scheiße, ich hab auch nicht. Ich penn muss so hoch. Los. Mal los, komm. Komm mit zu meiner Villa. So, du kannst jetzt Licht machen, Lucian. Danke dir, mein Junge, dass du mir so schön geholfen hast. Hier, was extra. Kann ich nach Hause? Ja, du kannst nach Hause. Ich kann das nicht leiden. Was? Das Impfen der Tiere? Ach was, das tut dir nicht weh. Also, gute Nacht. Sie? Ich bleibe noch. Warum? Geh noch mal zu den Ratten. Ich stelle mir vor, es sind meine Patienten. Ich studiere ihr Verhalten und wenn es ihnen weiter so gut geht, beruhigt mich einfach. Nacht, Herr Doktor. Nacht, mein Junge. 1x5 Kubik. So, jetzt pennst du erstmal eine Runde. Hier liegst du sicher und trocken. Und naht einst seine Todesstunde, besitzt er sicher keinen Fetzen, die kaum vernarbte tiefe Wunde, wird stets die Liebe neu verletzen. Hör auf so'n Quatsch. Kein Quatsch. François Villon. Was ist denn das? Vom Labor waren diesmal schnell. Was sagst du dazu? Ich wollte, dass es da einen Zusammenhang gäbe zwischen den Todesursachen von diesem Kaschunke und diesem Schwertfeger. Diesem Schwertfeger. Aber wieso? Der Schwertfeger war ein kranker alter Mann. Eben. Du hättest unseren Lipinski aus der Sache rauslassen sollen. Ich dachte immer, die Sache ließe dich kalt. Na gut. Veranlasse das Übliche. Staatsanwaltschaft wegen Obduktion und so weiter. Von wem? Von wem? Von beiden natürlich. Na, guck dir den doch an hier. Sehr sanft den Schlafen sieht er nicht aus. Natürlich das verhärtete Bindegewebe der Leber, die beginnende Veränderung des Schamhaars hin zum femininen Wuchs. No, da rühre ich doch keinen Tropfen Alkohol mehr an. Ganz klar, also dieser Kaschunke hatte Leberzirrhose, fortgeschrittenes Stadium. Mhm. Und ist daran gestorben? Hab ich das behauptet? Ja, eigentlich mehr durch Zufall sind wir in seinem Blut auf einen Stoff gestoßen, der da nicht hingehört. Ach was. Es wäre natürlich verfrüht zu sagen, dass dieser Stoff zum Tode geführt hat. Ich weiß nur, dass er mir zumindest als Bestandteil irgendwelcher Medikamente zum Beispiel noch nicht untergekommen ist. Daher ist seine Wirkung nur erschließbar im Vergleich mit ähnlichen Substanzen. Aber ob sich da, ich meine, er könnte natürlich auch im Zusammenhang mit anderen, sagen wir mal, medikamententödlich gewirkt haben.
Und solange wir nicht genau wissen, wonach wir wirklich suchen müssen, ist so ein Nachweis natürlich äußerst kompliziert. Wenn ich wüsste, ob und wenn, wo er in ärztlicher Behandlung war. Ach so, ja, richtig. Es ist sicher, dass er vor kurzem eine Spritze bekommen hat. Links, intravenös. Mhm, da sehe ich doch jetzt voll durch. Ihr Job. Wenn ich jetzt also mal kurz erklären darf. Es geht um die Frage, welche Antikörper sich als Reaktion auf die Verabreichung bestimmter, normalerweise im Körper nicht vorhandener Proteine bilden. Bitteschön. Von außen zugeführte Proteine können anaphylaktische Reaktionen hervorrufen, die insbesondere bei konstitutioneller Labilität und unter Berücksichtigung bestimmter Zusammensetzungen von Peptiden... Da lacht mir doch als altem Chemiker das Herz. Ach, dann begreifen Sie also, worauf ich hinaus will. Nicht die Bohne. Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Ausführung. Wiedersehen. Wiedersehen. Die beiden sind über die Friedhofsmauer gejumpt. Ja, was soll so eine Mauer auch höher sein? Rauf auf den Friedhof will keiner und runter kann keiner. Das waren zwei. Aber wer ist der andere? Na, und seine Saufkumpane zu fragen, hat wohl wenig Sinn. Hm? Na, du solltest da eigentlich die Schnauze voll haben. Ja, hab ich aber gestrichen. Na, dann fahr ich mal allein los. Schönen Tag noch. Erst Kutte und nun Marx. Ich fress ab jetzt nicht mehr jeden Scheiß. Das kommt vom Kuldam. Der Marx, der war immer penibel. Dann sind seine Träume vom goldenen Westen im Arsch. Das waren sie schon vorher. Wann habt ihr ihn denn das letzte Mal gesehen? Oje, das war... Was haben wir denn heute? Freitag, gestern. Ja, gestern, vor einer Woche ungefähr. Da, der Harry, der war auch noch dabei. Harry? Wer ist ein Harry? Naja, das... Vielleicht ist er schon abgehauen. Wollte in den Süden. Ja, und der Marx, der wollte seine Apotheke, hat er gesagt. Wegen seiner Hinterhufe. Seiner Apotheke? Was heißt das? Na, die gegenüber der Bleibe. So. Dann danke. Immerhin etwas. Da ist einer von uns verreckt. Grässlich. Nach dem Foto. Die Bullen, die waren doch schon mal hier. Wegen der erschlagenen Frau. Also wegen Mord. Ja, was hat das mit Marx zu tun? Das stemmen wir's immer noch nicht. Den Marx, den haben sie vergiftet. Keines natürlichen Todes gestorben. Im Amtsdeutsch. Wer kann sowas tun? Und warum? Das fragen die von der Mordkommission sich auch. Sonst wären sie ja nicht hier gewesen. Der Marx, na vielleicht auch Kutte, ja? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, mir schwirrt die Birne. Na, vielleicht so alles Quatsch, wa? Und die Mordkommission? Tja, wieso die? Gibt es ein Motiv, uns beiseite schaffen zu wollen? Ich sage ja. Es gibt genug reaktionäre Arschlöcher, die uns lieber im Jenseits sehen als hier. Du spinnst! Die können uns doch nicht alle vergiften wollen!
Kommst du heute Abend mit zu mir? Keine Lust. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du siehst, es geht mir gut. Etwas erhöhte Temperatur, etwas Schweißausbruch, aber es geht mir gut. Du bist ja wahnsinnig. Du, Gerd, ich muss Gewissheit haben. Ein Serum kann es letale Wirkung haben. Es kann nicht. Ich lebe, bin hierher mit meinem Wagen gefahren. Ich werde weiterfahren. Ich habe keine Schuld. Du, Gerd, ich habe keine Schuld. Nicht so laut! Warum sind Sie nicht gekommen? Verstehst du, warum sind Sie nicht... Wenn Schweizpenner sind, verdammt nochmal! Ja. Muss die Nerven behalten, Konrad. Wenn bei denen was los ist, dann wüsste ich das. Dann stehen sie alle vorm Asyl und quatschen drüber. Morgen kannst du in der Zeitung lesen, was los war. So war es bei dem Schwertfeger und so wäre es heute auch. Aber warum sind Sie beide nicht gekommen? Verstehst du, warum sind Sie beide nicht gekommen? Beide? Ich hab dir nur einen geschickt. Hier sehen? Das war ein Doktor. Na ja, und der andere, der kam manchmal, aber sah wirklich wie mein Kreuz. Herr Doktor, fragen Sie Leute einfach mal. So wichtig ist das nun auch wieder nicht. Ich war nur gerade hier in der Nähe bekannt. Geht's ja schon wieder. Hallo? Walter? Ja? Obduktionsbefund Kutte Schwertfeger. Hatte übrigens auch Leberzirrhose. Oh, ja. Ja, das ist allerdings aufregend. Ja? Danke für die schnelle Arbeit, ja? Tschüss. Tschüss. So, hör zu. Bei beiden, Kaschunke und Schwertfeger, wurde diese rätselhafte Substanz im Blut nachgewiesen. Das war meine Ahnung von Anfang an. Das hätte ich auch schon früher haben können. Da haben wir ja echt Grund, uns mal um den Apotheker zu kümmern. Haben Sie noch Schmerzen? Nein, nein, es geht. Hauptsache, ich bin noch am Leben. Sie sollten mal ausspannen, Herr Kollege. Eine gründliche Untersuchung und dann Pause am Meer oder in den Bergen.
Ja, ja. Wir haben Ihre Frau verständigt. Sie kommt und holt Sie ab. Meine Frau? Wieso meine Frau? In dem Zustand kann ich Sie nicht alleine weglassen. Folglich kann kein einziges Rezept vorliegen. Ich wiederhole, keiner von diesen Obdachlosen gehört zu meiner Kundschaft. Das fehlte gerade noch. Dann wiederhole ich auch. Wir wissen, dass einige der Stadtstreicher hier waren. Nun geben Sie es doch zu. Also gut. In letzter Zeit lungerte einer von diesen Brüdern vor der Apotheke rum und bettelte die Kundschaft an. Mit einem ganz blöden Trick hat er angeblich Magenschmerzen. Ich bin auch drauf reingefallen. Ich habe ihm ein Mittel gegeben. Umsonst. Was für ein Mittel? Magentropfen. Harmlose Magentropfen. Da war doch noch einer. Wer erzählt denn sowas? Kein anderer von diesen Leuten hat jemals meinen Laden betreten. Worauf wollen Sie eigentlich raus? Nun, Sie wussten nicht, dass diese beiden... Entschuldigung, dieser eine krank war? Ich bin doch kein Arzt. Aber wenn Sie darauf raus wollen, für die Verabreichung und Dosierung von Medikamenten können Sie mir genügend Fachwissen zutrauen. Das Mittel hätte nicht mal dem Säugling geschadet. Ach nee. Wie bitte? Sie haben ihm eine Frage beantwortet, die wir überhaupt noch nicht gestellt hatten. Sagen Sie, haben Sie nicht eine starke Tablette gegen Zahnschmerzen? Ja, natürlich. Clos Frontin, 1957. Schlüpferstürmer. Gibt's nur auf Privatrezept. Nach Hause. Weißt du überhaupt, was so eine Flasche kostet? Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann. Die Tabletten. Oh, danke. Nicht Auto fahren danach und keine anderen Medikamente daneben, sonst gibt es Komplikationen. Die sind sehr stark. Hier ist das Wasser. Ah, das ist aber nett. Bitte schön. Oh, Augenblick. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Genügt Ihnen mein Wort nicht? Also bitte. Nein, nie gesehen. Noch eine Frage. Sagen Sie, dieser andere, dieser Schwertfeger. Dieser Schwertfeger. Wissen Sie zufällig, ob der in fester ärztlicher Behandlung war? Keine Ahnung. Gut. Danke. Wiedersehen. 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 Willst du dich nicht bei mir bedanken? Wofür? Ach Mensch, Gerd. Der Mann auf dem Foto war neulich hier. Warum hast du das der Polizei nicht gesagt? Das geht dich überhaupt nichts an. Kundschaft. Was hältst du von dem? Weiß nicht. Unsicher werden alle, immer. Und was sollen wir unternehmen gegen den? Der Staatsanwalt unterschreibt mir doch keine Hausdurchsuchung. Hast du nicht zufällig Zahnschmerzen? Ich? Nein. Schade. Hat er nicht Lust, die Augen, unser Herr Polonius? Was meinst du, ist er gesund oder nicht? Werden Sie noch viele Tiere tot machen? Kein einziges mehr, ja. Und diesen Laden hier werden wir bald auch nicht mehr betreten. Und die Tiere? Die kannst du verkaufen. Das Geld behalten. Ich will aber die Tiere behalten. Das wird nicht gehen, mein Junge. Wer ist da? Gerd, mach auf! Die Kripo war bei mir. Ziemlich massiv und neugierig, die Herren. Wir können nicht mehr telefonieren, deshalb bin ich hier. Was können die wissen? Die haben schon wieder so einen Kerl gefunden. Tot. So ein Rauschebart. Der war mal bei mir in der Apotheke wegen seiner Beine oder wegen irgendwas, ich weiß nicht mehr. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Bestimmt nicht? Nein. Du hast mir doch neulich gesagt, es waren zwei in deiner Praxis. Mensch, Gerd.
ob wir jetzt am Ziel sind. Heute habe ich einen meiner Patienten, auch so ein gestrauchelter, freundlich, zuverlässig. Er kam immer pünktlich, die letzte von 5 Injektionen gegeben. Und nicht 5 Kubik, sondern 5 mal 1 Kubik. Das war das Resultat meines Selbstversuchs. Und der Mann mit dem Vollbart war nicht bei dir? Nein, verflucht nochmal, der war nicht da. Das wäre dann nämlich schlicht und einfach Mord. Mord. Dann müsste ja der amerikanische Kollege, dem sein Patient mit dem künstlichen Herzen unter den Händen weggestorben ist, ein Mörder sein. Da kann man ja. Da kann man ja nur lachen. Denn hin? Ich habe mir Ihre Adresse aus dem Telefonbuch rausgesucht. Ah. Das brennt da drin immer so. Und nach einer Weile hört es wieder auf. Aber er kommt wieder, Herr Doktor. Er kommt wieder. Ich habe Ihnen streng verboten zu trinken. Habe ich doch ja nicht. Mensch, erzählen Sie doch keinen Quatsch. Wann haben die Schmerzen begonnen? So. Nach der letzten Spritze. Eine Stunde vielleicht. Warum sind Sie nicht gleich zu mir gekommen, in meine Praxis? Hier kann ich Ihnen nicht helfen. Ja. Warten Sie, ich hole meine Wagenschlüssel. Wenn wir jetzt hierher kommen müssen, wir haben heute ein volles Haus. Schlecht. Ja, Junge, du komm morgen wieder. Komm, ja, ist gut. Ich muss. Ja, komm. Ich muss. Komm, ist gut, komm. Ich komm. Fährt jedem Straßenecke Herzallee hilflose Person.
Auf einen kleinen Bildungstrip? Herr von Lipinski, nicht wahr? Ach, Tag. Sie waren ja neulich bei uns, ne? Genau. Gibt auch eine dufte Kneipe hier im Haus. Entschuldigen Sie, aber Ihr derzeitiger Chef ist für mich eine ausgesprochene Flasche. Na, ich glaube, Kommissar Walter scheint Sie für sowas Ähnliches zu halten. Übrigens, da ist doch wieder so ein Typ tot aufgefunden worden, auf dem Friedhof. Von Walter war noch nichts zu erfahren. Was ist denn mit dem? Der ist... Ach, nichts Besonderes im Moment. Danke. Nichts Besonderes? Wie Sie das so sagen? Vielleicht kommen wir da noch ins Geschäft. Passen Sie auf. Ich habe einen heißen Draht zur Funkzentrale von der Feuerwehr. Da ist immer was los. Manchmal ist eine gute Story dahinter, bringt immer ein paar Mark. Na und? Also gestern Nacht zum Beispiel wurde da ein Penner eingeliefert mit, wie sagten die, hochgradigen Vergiftungserscheinungen. Was? Wo? Sehr gut, dass Sie mir die Obduktionsberichte zur Kenntnis gegeben haben. Wir tappten ja völlig im Dunkeln. Vielen Dank. Wozu die große Aufmerksamkeit? Sie benötigen ihn als Zeugen. Dringend. Glauben Sie, dass er bald vernehmungsfähig ist? Glauben? Wir werden ihn überhaupt durchbringen. Das ist schwer zu sagen. Absurd, Ihre Anschuldigung. Wenn Sie bei mir auch nur ein Medikament finden, das... Suchen Sie doch mal eine Apotheke. Und diesen Mann, der da im Krankenhaus liegt, den habe ich nie im Leben gesehen. Ach nein. Und wie kam er dann in den Besitz einer Flasche Clos-Francin? Jahrgang 57. Einer Sorte Wein, die in Berlin kaum zu finden sein wird. Noch dazu von diesem Jahrgang. Und ausgerechnet diese Sorte habe ich in Ihrer Apotheke gesehen. Tja, wir haben nämlich den Flaschenkorken zwischen den Sachen des Mannes gefunden. Ach, den Korken? Den kann er sich aus jeder Mülltonne gefischt haben. Selbstverständlich auch aus meiner. Was wollen Sie damit beweisen? Wo hatten Sie den Wein her? Aus dem Nachlass meines Vaters. Hat vielen Leuten davon geschenkt. Kollegen, Freunden. Na, das ist doch wenigstens was. Danke. Die Braunschweiger Kollegen haben ermittelt, dass der Ex-Verlobte dieser getöteten Frau im Tiergarten zur fraglichen Zeit in Berlin war. Vermutlich also eine Eifersuchtstat, kein Raubmord. Der junge Mann ist flüchtig. Mhm. Und zu der anderen Sache. Woraus schließen Sie, dass Ihre letzte, na sagen wir mal, Spekulation, dass die falsch ist? Also, ich habe vorhin erfahren, das heißt überprüft, dass bei allen dreien, bei diesem Kutte Schwertfeger, Kaschunke, genannten Marx und bei Peter Schmidt, die äußeren Anzeichen der Leberzirrhose so weit gediehen waren, dass sie selbst jeder Medizinstudent erkannt hätte. Und es gibt wohl keinen Arzt, der in diesem Falle nicht wüsste, was er nicht geben darf. Dann fallen die Ärzte Ihrer Meinung nach also aus. Ja. Aber was bleibt dann? 2,5 Leichen, kein Täter, kein Motiv. Aber ein Apotheker, gegen den allerdings auch nichts Handfestes vorliegt. Ein Korken. Ein Korken, sagen Sie. Na, sofort in U-Haft. Also der auf den letzten Drücker gerettete Peter Schmidt hatte unter seinen Klamotten einen Korken, der zu einer Rotweinflasche gehörte, die wir bei dem Apotheker gesehen haben. Und der Wein stammt aus dem Nachlass seines Vaters, hat der Apotheker ausgesagt. Ich kenne Ihren Bericht. Aber noch etwas. In der Villa des alten Ansbach wohnt mit seiner Frau der Bruder des Apothekers, ein Dr. Konrad Ansbach. Er ist Arzt. Woher wissen Sie das auf einmal? Telefonbuch. Wichmann? Das Krankenhaus, Professor Wolgemuth. Ja, Herr Professor. Na, das ist ja ein Ding. Danke, Herr Professor. Ihr Peter Schmidt ist abgehauen. Mein Mann ist doch kein Verbrecher. Das sagen wir auch nicht. Mag sein, es gibt für alles eine harmlose Erklärung.
Aber nur Ihr Mann kann uns helfen. Über die unmittelbaren Todesursachen der Leberzirrhose und ihre Bedeutung... Was machen Sie denn da? Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl? Nein? Na also. Entschuldigung. Können wir Ihnen sonst irgendwie behilflich sein? Woran arbeitet Dr. Ansbach? Hören Sie zu. Mein Sohn ist niemals der, den Sie suchen. Er arbeitet brav in seiner Praxis und nichts darüber hinaus. Es tut mir leid, es so offen sagen zu müssen. Aber um mehr zu leisten, dazu ist er viel zu mittelmäßig. Sein Vater musste sogar alle Beziehungen spielen lassen, um Konrad überhaupt durch die Examina zu bringen. Unselig manchmal die Tradition, die Söhne in die Fußstapfen der Väter zu setzen. Aber Mutter, ich sagte, es tut mir leid. Es tut mir sogar weh, als Mutter. Um solche Verantwortung auf den Schultern zu tragen, die Sie andeuteten, meine Herr. Dazu ist mein Konrad viel zu klein. Viel zu klein. Ich selbst hätte ihn mir anders gewünscht. Sie teilen nicht die Einschätzung Ihrer Schwiegermutter. Bitte gehen Sie. Ja, dann darf ich Sie bitten, uns zu informieren, wenn Ihr Gatte nach Hause kommt. Versuchen Sie auch, uns zu verstehen. Vielen Dank erstmal. Auf Wiedersehen. Je eher wir mit ihm sprechen können, desto schneller ist jeder unnötige Verdacht vom Tisch. Sie können jetzt mit mir sprechen, meine Herren. Konrad. Ja. Um was geht es? Und welcher Verdacht ist vom Tisch? Verdacht ist eigentlich zu viel gesagt. Warum sagen Sie dann sowas zu meiner Frau? Es geht zunächst um einen Kaschunke, der ein bisschen wie Karl Marx aussieht und in seinen Kreisen noch so genannt wird. Seine Kreise? Sind das DKP-Leute? Nein, das sind Penner. Mir missfällt dieser Ausdruck erheblich. Es sind Menschen, die mit Ihnen in einer Stadt leben, deren bezahlte Diener Sie sind. Eine Wertung dieser Art steht Ihnen nicht zu. Also was wollen Sie von mir? Kann es sein, dass dieser Kaschunke Sie vor einiger Zeit in Ihrer Praxis aufgesucht hat? Das kann durchaus sein. Sehr viele dieser hilflosen, gestrauchelten oder nur lebensuntüchtigen Existenzen kommen zu mir. Auch Kaschunke? Sieht aus wie Karl Marx. Ich glaube ja, glaube ja. Das kann ich mit Sicherheit nur in meiner Kartei feststellen. Was machen Sie mit den Herren? Schau mal, willst du dir das noch mit anhören? Ja, das will ich. Das sind meine Patienten. Und was macht ein Arzt da wohl? Ich untersuche sie und schicke sie je nach Befund in ein Krankenhaus oder zu einem Spezialisten. Ach, Sie behandeln nicht selbst? Nein, statt mich hier umständlich zu verhören, sagen Sie mir lieber gleich, wessen Sie mich beschuldigen. Aber Herr Doktor, von Verhör kann keine Rede sein und von Beschuldigung schon gar nicht. Ach so. Ja, dann wär's das wohl. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, den Weg wissen Sie. Komm, wir gehen jetzt lieber. Also hier sind wir auf einem total falschen Dampfer. Liegt schon länger hier. Ja, da können wir auch nichts mehr machen. Nimm das mal an dich, bevor es ins Wasser fällt. Ich gebe dem Vorfall mal der Kripo durch. K.A. Na, das ist doch was für die Kripo. Der Mann heißt Felix Schlüter, wurde tot aufgefunden. Und bei ihm lag ein Taschentuch, dieses hier, mit den Initialen K und A. Und im Umfeld einer Reihe von Todesfällen... Ich würde Tötungsdelikte sagen. Ich würde vorschlagen, mich nicht zu unterbrechen. Gibt es einen Dr. Konrad Ansbach, K.A.? Ein Typ, der nicht auf den Mund gefallen ist, wie wir wissen. Sollte sich herausstellen, dass die Todesursache mit der von Kaschunke und Schwertfeger übereinstimmt... Na, da wette ich doch 1000 Mark gegen eine Bratkartoffel. Ja, aber was dann? Was beweist das Taschentuch? Leider nichts. Der Arzt wird ab sofort observiert. Das übernimmt die Fahndung. Kümmere dich darum. Du müsste beweisen, dass es sein Taschentuch ist. Bravo! Wenn die Ansbachs ihre Wäsche außer Haus geben würden, stellen Sie das fest, wenn ja, welche Wäscherei? Na, und eine Hausdurchsuchung? Ach, da kommen wir doch nicht mehr durch. Nein, nein, ich brauche den Obduktionsbefund. Wenn es Mitternacht wird. Ne, der soll um 20 Uhr hier sein. Aha, sehr gut. Dann werden wir dem Herrn Doktor noch einmal die Ehre geben.
Vielleicht gelingt uns ein Überraschungseffekt. Natürlich wird ein Arzt überall für seine Arbeit belohnt. Ein anderer Ding aber, wie er entlohnt wird. Naja, aber ich glaube nicht, dass mein Bruder darauf ankommt, Herr Professor. Ich weiß sehr wohl. Deshalb möchte ich auch mit größtem Vergnügen meinen Einfluss geltend machen. Na, wunderbar, Entschuldigung. Bitte schön. Aber lecker aus. Es ist angenehmer, so viele kleine, hübsche Gerichte zu genießen, als sich vom großen Gericht verdonnern zu lassen. Bedenkzeit? Na, Sie sind gut. Da eröffne ich Ihnen meine Möglichkeiten und Sie sprechen von Bedenkzeit. Ich habe meine Gründe, Herr Professor. Ich denke, Sie werden sehr bald davon hören. Hausfriedensbruch, Leute, ihr macht euch strafbar. Wenn ihr auf der Stelle verschwindet, drücken wir ein Auge zu. Aber wir nicht. Ich verlange eine Erklärung. Die kommt, Mutchen, keine Sorge. Was ist denn hier los? Baldi sieht aus wie eine Fete. Interessant, hä? Erstaunen Sie, Herr Doktor, der Ding noch lebe, wa? Trotz Ihrer Spritzen. Wovon spricht dieser Mann? Wer ist das überhaupt? Ein Patient, Mutter. Hier, sein Taschentuch. Was? Ach, brauchen wir nicht. Was hast du gemacht mit Kutte? Mit Max? Und mit dem da? Mit Peter? Es handelt sich ganz offenbar um Missverständnis, um eine Verwechslung. Verwechslung? Ja, dieser Herr Doktor hat uns verwechselt mit Freiwild. Wer wird denn nächstes Opfer sein? Guten Abend. Meine Herren, Sie verlassen besser sofort dieses Haus. Ich habe mit Herrn Dr. Ansbach zu sprechen. Lassen Sie die Männer ruhig hier. Die haben hier nichts zu suchen. Aber es sind meine Gäste. Deine Gäste? Das ist mein Haus. Und dieser Pöbel ist von mir nicht eingeladen. Grotesk sowas. Es sind die vielen kleinen Geister, die Großes zerstören.